Hey Leutchens. Und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen Final Fantasy VII und kämpfen uns gerade durch die Nebenmissionen. Nicht, weil die so schwer sind, sondern gefühlt langwierig und ich alles hier zum gefühlt tausendsten Mal abgehe und einfach mal nicht das finde, was ich suche, was ich brauche. Deswegen zieht sich das alles enorm in die Länge. Oh, wer bist du denn? Die Sorgen hören nicht auf. Oh, Barrett. Weimar, alles okay? Schön wär's. Die Bürgerwehr soll sich um die Verletzten kümmern. Das würden wir ja auch. Aber uns hält ein riesiges Problem von der Arbeit ab. Das waren nämlich nicht nur Gerüchte. Es gibt dieses unterirdische Labor wirklich. Und schreckliche Kreaturen brechen aus ihm aus. Cloud, du kennst dich mit solchen Angelegenheiten aus. Jemand muss in dieses Labor eindringen. Und die Bedrohung ausschalten. Ein gefährliches Unterfangen. Für euch schon, für mich nicht. Wir können also auf dich zählen? Danke. Gut. Jetzt ist so die Frage, wie ich da hinkomme. Hat er noch was zu erzählen? Wir brauchen deine Hilfe. Erst wenn die Gefahr gebannt ist, können wir weiterarbeiten. Ja, wir setzen uns mal eben hier drauf. Regeneriert uns wieder komplett. Geht's hier hinten irgendwo lang? Ah, da war ich schon mal. Weiß nicht, was es hier gab, aber okay. So, wie gehen wir hier hin? Ich hoffe, dass das hier irgendwie weitergeht, dass wir das ein oder andere finden, was uns hilft. Das wäre echt sehr gut, dass wir mal eine von den Missionen abschließen. Bei der Schnellstraße. Geht's hier nicht runter? Nee, geht's nicht weiter. Dann machen wir es mal hier lang. Ich laufe stundenlang querbeet durch die über die ganze Map bis. Und dauert irgendwie total lang. Ah. Nervt. Total. Das ist noch einer. Weiter geht's. Das Gute daran, wenn wir alles abgelaufen sind. Vielleicht schauen wir irgendwann über so ein Chocobo. Und über andere Dinge, die wir brauchen. Ach, die kennen wir. Oh Mann, die schon wieder! Diesmal ziehen wir euch aber ab! Jetzt ist Schluss mit lustig! Euch machen wir fertig! Noch der. Aua. Das tut doch weh. Hör doch wieder auf damit. Okay, alles klar.
übernehme. Zieh dich zurück. Los geht's. Ausgezeichnet. Zack, dass er sich alle abschneidet. Oder generell schädigt. Er kann nicht gehen können. Keine große Sache. Jo, das tat ja sehr gut. Da vorne sind noch ein paar. Hey, kriegen unser Geld nicht. Ich glaube, da hinten ist nichts, deswegen können wir hier lang gehen. Die hat da mal sowas von keine Chance. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Was war hier hinten? Gut, hier waren wir noch nie. Aber schön, dass wir jetzt mal da waren. Da ist eins. Endlich gefunden. Gefühlt hat es überhaupt nichts gebracht, also vom Schaden her. Das ist vielleicht keine. Aua. Jetzt steht er wieder wie komisch. So, wir brauchen einmal, er braucht einmal ein bisschen Lebensenergie. So, wir können mal die Fähigkeit, nein.
Kann ich jetzt wieder? Wie ist das gerade? Sehr zäher Kampf. Macht der noch was? Da freue ich mich wie riesig, dass ich Schock habe und dann ruckzuck ist der weg. Halt doch weg. Ich sollte mich vielleicht nur auf einen konzentrieren. Du musst die mal heilen. Nichts damit liegen bleiben. So. Halt dich, mach es. Komm zu dir. So Mist. Jetzt steht sie wieder da. Da geht noch was. Zwecklos. Ach du Scheiße. Mal so viel Energie. Nerven tierisch. Komm schon. Vergiss es. Zu spät zum Heilen. Abschau! Oh, der war gut. Ich weiß nicht, was wir jetzt gemacht haben, aber das war schick. Wir nehmen nochmal sie. Sie kann hoffentlich heilen. Alles geht.
Komm! Bring es hinter uns! Abschaum! Sagt der Abschaum? Sehr schön. Keine Chance. Ich hab genug. So. Jetzt wird abgerechnet. Ah, er steht wieder still und macht nichts. Das war ein gutes Training. Hui. Total nervig, der Kampf. Oh, toll. So, das waren alle, oder? Denke schon. Fragen wir Sam. Ja. Ja. Hui. Schön, die vier erreicht. Da bist du ja, Champion. Meinen besten Dank, alle drei Chocobos sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Mit den drei Flitzern läuft auch mein Kutschbetrieb endlich wieder rund. Hier, das ist für dich. Das ist ein Freifahrtschein für unsere Kutschen. Damit kannst du so oft du willst mit den Kutschen von Sams Chocobo Express fahren. Chocobos tragen einen, spenden einem draußen in kalten Nächten Wärme. Man muss die Viecher einfach lieben. Und dass ich mich am Wallmarkt über Wasser halten konnte, habe ich auch nur einzig und allein meinen Freunden hier zu verdanken. Wenn du ihnen in die Augen siehst, weißt du einfach, dass sie es gut mit dir meinen. Sehr schön. Oh, da sind sie ja, unsere Retter. Die Chocobos sind wieder da. Jetzt können wir unseren Betrieb wieder aufnehmen. Vielen Dank. Okay. Das ist der Park. Okay. Wir reisen dann nochmal nach hier. Und hier muss doch irgendwo weitergehen zum... im irdischen Labor, dass wir da die Mission tätigen können. So. Da hinten war da ein Raum. Wir haben uns etwas zu essen besorgt. Ich fühle mich schon etwas. Was? Ach, da lang geht's. Okay, hier lang begeben wir uns das nächste Mal. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen.
gerne kommentieren, abonnieren und wieder einschalten. In diesem Sinne vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bye.